Hallo und willkommen zurück, liebe Vogelfreunde. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Es hat ein bisschen gedauert dieses Mal, bis ich wieder ein Video gemacht habe. Das lag daran, dass ich relativ eingespannt bin. Ich habe ein Volieren-Projekt begonnen, will mir eine Voliere bauen in einem kleinen Gartenhaus. Dazu werde ich auch noch eine Videoserie machen über Planung, Durchführung und so weiter. Dazu aber später mehr. Das hält mich momentan in Atem. Heute will ich mit euch über die Keimfutterherstellung sprechen und was es dabei wichtig ist zu beachten. Es gibt beim Keimfutter ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich will euch hier meine persönliche zeigen. Das heißt nicht, dass es anders nicht geht. Ich kenne 5 Leute, jeder macht das ein bisschen anders. Von dem her findet da raus, was eure beste Lösung ist. Meine Variante funktioniert für mich und hat für mich die letzten Jahre sehr gut funktioniert, ohne irgendwelche Probleme. Deswegen gebe ich die euch so weiter. Wenn ihr es dann anders macht, ist es auch okay. Auf was kommt es drauf an beim Keimfutter? Es kommt natürlich auf die Mischung drauf an. Dann auch auf die Qualität des Futters, dass dann auch wirklich alles keimt. Es ist eine Frage der Temperatur und der Feuchtigkeit, die vorhanden ist. Risiken sind mögliche Pilz- oder Schimmelbindungen im Keimfutter oder weitere Keime. Vor allem dann ist das Risiko sehr groß, wenn die Vögel mit dem Keimfutter die Jungen füttern. In der Zuchtvorbereitung und so weiter, unsere Vögel sind nicht aus Zucker, die halten das auch mal durch, wenn das Keimfutter nicht optimal ist, und im Zweifel verfutter ich es dann lieber. Aber wenn die Jungen dann da sind, ist wirklich Vorsicht walten zu lassen. Wie kommt man zu dem Keimfutter? Alle großen Futterhändler haben das eigentlich. Brauche ich jetzt hier auch keine Namen nennen. Man kann sich das fertig gemischt kaufen. Oder man mischt sich das selber. Da spart man dann auch so ein bisschen Geld. Ehrlich gesagt, mir war es zu aufwendig. Ich habe mir einfach unterschiedliche Mischungen gekauft für mein Keimfutter und habe das dann ganz insgesamt hier in so einem Eimer zusammengemischt. So habe ich überhaupt eigentlich mein Futter, bewahre ich so auf, und habe dann von allem ein bisschen was dabei. Was zentral wichtig ist im Keimfutter, ist die Negersaat, Rübsen, Salatsamen, Zichoriensamen, Sonnenblumen. Ich mische dann immer noch Kardisaat und Sonnenblumen, Mikro und Makro mit rein. Perilla ist da dann auch noch ein bisschen dabei. Also falls ihr es selber mischen wollt, das sind so Nackthafer, das sind so die Samen, die ihr da untermischt. Wenn ihr es so machen wollt wie ich, ich habe mir da 2, 3 verschiedene Typen geholt, das von allem, was dabei ist, wird super angenommen. Dann habe ich, wie gesagt, noch Sonnenblumen untergemischt, zusätzlich Mikro und Makro und dann auch noch Kardisaat. Ja, das war so ein bisschen meine Vorgehensweise. Dann habe ich das Keimfutter also hier, und dann ist die Frage, wie keime ich das? Hier ist zu erwähnen, dass es, wenn die Außentemperatur auch kälter ist, selbst wenn es in der Küche oder so wärmer ist, haben wir einen anderen Luftdruck häufig. Das gilt vor allem im März. Und da kann es sein, dass das Keimfutter länger braucht, um zu keimen. Und je länger dieser Prozess geht, desto höher ist das Risiko, dass sich irgendwelche Keime oder irgendwelche Schimmelbildungen in dem Keimfutter bildet. Deswegen sollte man aus meiner Sicht da nicht zu früh anfangen mit dem Keimen des Futters. Ab einer Außentemperatur von 10-15 Grad keimt das Futter nach meiner Erfahrung eigentlich sehr, sehr gut. Natürlich drinnen. Und wie ich dabei vorgehe, zeige ich euch jetzt. Zum Keimen des Keimfutters gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Der einfachste Weg, den jeder wahrscheinlich zu Hause hat, sind diese Siebe. Das sind ganz einfache Küchensiebe, die man hier hat, die man als Werkzeug verwendet. Dann gibt es noch die von mir am liebsten verwendete Methode, ist dieses Keimglas mit Deckel. Und für größere Mengen kann man dann beispielsweise auch noch so ein sogenanntes Keimsieb verwenden. Hier passt dann, ist letztlich nichts anderes als das, nur passt eben viel mehr rein, und ja, es wurde extra fürs Keimen entwickelt, hat noch nur ein bisschen anderes Profil vom Gitter her. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen, wenn ihr da viel habt. Ansonsten tut es ein normales Küchensieb auch. Wie gehe ich dabei vor? Nehme mein Keimglas her, fülle die gewollte Menge an Keimfutter,
an Keimfutter in das Glas und dann fülle ich hier lauwarmes Wasser ein. Darin lasse ich es so zwischen 3 und 8 bis 10 Stunden quellen, bis ich sehe, dass die ganzen Körner sich voll gesogen haben, gequellt sind mit Wasser. Man sieht es auch am Anteil der Körner, die dann wirklich untergehen und nicht mehr oben schwimmen. Packe ich meinen Deckel hier drauf und gieße das Wasser praktisch hier durch das Sieb ab und stelle das Glas dann hin zum Keim. Insgesamt nehme ich hauptsächlich lauwarmes Wasser, außer es ist wirklich Sommer, da werdet ihr selber sehen, das keimt dann super und dementsprechend braucht ihr eigentlich kein lauwarmes Wasser. Sonst nehme ich lauwarmes Wasser, um da ein bisschen Wärme auch in das Glas reinzubringen, ein bisschen Dampf, dann keimt das Ganze besser. Dann warte ich weitere 10 Stunden, spüle das Glas auf gleiche Art und Weise nochmal durch und dann häufig nochmal, das ist dann wieder abends, häufig dann nochmal am anderen Morgen, kurz bevor ich es verfütter, spüle ich das Ganze nochmal durch, um möglichst die letzte Schimmelspuren oder so zu vermeiden. Es gibt Leute, die spülen das nicht durch, die benutzen dann häufig beim Quellen ein Schlückchen Essig, also am Anfang beim Einlegen in Wasser der Körner ein Schlückchen Essig. Oder andere professionelle Substanzen, die es da gibt, die man zur Unterstützung und zur Vermeidung von Keimen verwenden kann. Das führt dann dazu, oder die Hoffnung ist dann, dass sich durch das Ansäuern des Wassers oder durch andere Substanzen keine Keime bilden. Ja, man kann auf der Basis dann seltener spülen, aber da kenne ich mich jetzt im Detail nicht aus. Ich habe euch jetzt meine Art und Weise vorgestellt, wie ich es mache. Wenn ihr es anders macht oder andere Ideen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, macht es gern. Wir kratzen bald an den 600 Abonnements. Ich freue mich drüber und sage an der Stelle bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt ist hier das Keimfutter fertig. Jetzt tue ich es noch zum Schluss mal ein letztes Mal ausspülen. Und ausgießen. Und lege es zum Trocknen. Verteile es auf so einem Zebertuch. Dann sieht man das hier auch schon. Mal kurz.